282 Millionen Euro hat die Aktion Deutschland hilft gesammelt. Die Hälfte davon haben die Mitgliedsorganisationen ausgegeben, auch für die Nothilfe direkt nach der Flut. Wir wollen von der Vorstandsvorsitzenden wissen, was passiert eigentlich mit dem restlichen Geld. Wir haben sehr frühzeitig kommuniziert, dass wir die Spenden nachrangig zur Verfügung stellen. Das heißt, erst wenn die staatlichen Unterstützungsleistungen und die Versicherungsleistungen abgeklärt sind, dann kommen wir mit unserer Hilfe, die maximal 20% beinhaltet, beim Wiederaufbau. Für Flutopfer wie Claudia Schulzki heißt das also, erst wenn sie Geld von der Versicherung, falls vorhanden, oder vom Staat in Aussicht hat, erst dann kann sie Geld in größerem Umfang von den Spendenorganisationen erbitten. Die nennen das Prinzip der Nachrangigkeit. Das Prinzip der Nachrangigkeit ist tatsächlich auch in den vorherigen Hochwasserkatastrophen angewendet worden. Und wir wurden angehalten, dass wir erst dann die Spenden zur Verfügung stellen können, wenn klar ist, welche staatlichen Unterstützungshilfen geleistet werden. Angehalten von wem? Wo steht, dass es bei der Katastrophenhilfe ein Prinzip der Nachrangigkeit gibt? Wir fragen in NRW und Rheinland-Pfalz nach. Die Antworten überraschen uns. Das Finanzministerium in Mainz teilt nämlich mit: Es gibt kein gesetzlich geregeltes Nachrangigkeitsprinzip bei der Verteilung von Spendengeldern. Und aus Düsseldorf heißt es: Ein Nachrangigkeitsprinzip besteht im Gemeinnützigkeits- bzw. Spendenrecht nicht.